Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der nächste Shopping-Haul. Ja, ich war schon wieder shoppen. Eigentlich wollte man nur ein bisschen rumgucken, also mein Bester und ich natürlich wieder. Meine eigentliche Shopping-Begleitung mittlerweile. Irgendwie, ja, ist ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Der hetzt nicht, der nervt nicht, guckt mit, berät ein. Super. Was für toll. Ja, ich zeige euch jetzt mal einen ganz tollen Pullover, den ich gesehen habe, als ich bei New Yorker reingegangen bin. XXL. Ich muss sagen, das ist jetzt eine XS. Wirklich die kleinste Größe überhaupt. Eigentlich habe ich S oder M. Meistens, manchmal, ja, ganz selten habe ich XS. Und das ist hier wirklich, also wow. Da kann man, weiß ich auch nicht, das ist perfekt für einen Sonntag oder auch mal so irgendwie, wenn man lässig gestylt durch die Gegend möchte oder auch einfach nur so locker zu einer schwarzen Leggings, die habe ich auch geholt für 5 Euro, muss ich aber nicht zeigen, jeder weiß, wie eine schwarze Leggings aussieht. Dieser Pullover hier hat 10 Euro gekostet, von 15 runtergesetzt und gab es noch in ganz, für, ich glaube, 4 anderen Farben. Und ja, aber diese Farbe fand ich halt wirklich am besten und ja, ich werde den bald tragen. Dann habe ich bei Colosseum noch kurz gestöbert, spontan. Ach halt, ich habe noch was vergessen. Entschuldigt, Leute. Ich habe ja noch einen ganz tollen Fang gemacht. Ich suche schon seit, oh Gott, Moment, seit 2, 3 Jahren eine Pilotensonnenbrille. Und tada, so ein paar Fettflecken drauf, die waren aber schon. Muss ich mal noch richtig putzen. Ich setze sie für euch mal auf. Ja, das ist sie. Huch. So sieht sie aus. Und passt wie angegossen. Hat keinen Kratzer, so wie ich sonst immer, wenn ich was im Laden gesehen habe, Kratzer hat. Und dann hatten die kein Austauschmodell mehr da. Es sind immer viele Fettflecken. Ja. Egal, bei New Yorker hat diese hier 7,95 Euro gemacht und an der Kasse dazu gab es dann dieses Aufbewahrungssäckchen gratis mit dazu. Es gibt also doch noch was umsonst. So, dann wie gesagt, war ich bei, also ich schmeiß hier heute alles runter, bei Colosseum kurz mal drin gewesen und kurz mal drin gewesen, ich war noch nicht mal 1,5 Meter drin und sah dann schon eine super tolle, schöne Strickjacke mit Spitze. So sehen die Ärmel aus, beide Seiten. Und ja, so eine habe ich überhaupt noch gar nicht. Weiß mag ich eh ganz gern und diese hat sage und schreibe nur 5 Euro gemacht von 16,99. Wow. Und ich dachte, okay, da kannst du gar nichts falsch machen. Mitgenommen. Bezahlt. Aus dem Laden gegangen. Andere Seite raus. Und da stand dann ein Ständer mit so Pullovern. Und ich dachte, ach, gucken wir nochmal kurz. Ach, der ist aber schön. Und ach, der ist ja so weich. Und wir gehen jetzt raus. Wir sind unter Zeitdruck. Wir müssen jetzt weiter. Wie weit sind wir gelaufen? 50, 60 Meter? Habe ich gesagt. Ich glaube, ich mache gerade einen Fehler. Zweimal kurz tief durchgeatmet und dachte, okay. Hör auf dein Herz, hör auf dein Gefühl, hör auf deinen Bauch, hör auf alles. Und alles sagte, geh wieder zurück, geh nochmal zu Colosseum. Und ich tat es. Und ging in diesen Laden gleich wieder rückwärts so rein, wie ich rausgegangen bin, durch den zweiten Eingang. Und nahm den Pullover mit, schnappte ihn mir, bezahlte ihn. Und ja, der hat einen total schönen Stoff. Stretchig. Ich hatte schon mal so einen ähnlichen. Ja, ich mag eh das, wenn es ein bisschen länger geschnitten ist und nicht so kurz. Der ist, ja, eigentlich, der ist wirklich, der ist wie
gemacht. Farblich, mustermäßig, stoffmäßig, alles. Wie gesagt, ich hatte mal so einen ähnlichen, nur mit Rollkragen. Habe ich den irgendwo immer noch im Schrank? Ich glaube, den habe ich immer noch. Ja, und von Rollkragen will ich so ein bisschen wegkommen. Weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, so super steht es mir nicht. Weiß ich nicht. Ist gerade so momentan mein Gedanke dazu. Ja, wieder 5 Euro von 15 Euro runtergesetzt. Ist diesmal aber eine XL. Ja, fällt ja immer alles irgendwie unterschiedlicher aus. Und ja, den hatten sie auch nur noch zwei, dreimal da. Und der eine hatte dann auch einen Fleck. Und gut, dass ich dann auch immer gucke. Ja, mit dem ist aber alles in Ordnung. Alles supi. Und werdet ihr bestimmt alles dann mal in den nächsten Videos dann so angesehen. Brauche ich ja jetzt nicht alles anprobieren. Ich bedanke mich fürs Schauen, sage Tschüss und ja, abonniert gerne meinen Kanal. Bis bald hoffentlich.